Nein. Das steckt fest. Steckt fest. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Nein, ich glaube nicht. Unmöglich. Steckt fest. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Nein. Geschafft. Jetzt sollte ich...
Da kann ich nicht lang. Bewegt sich nicht. Es muss irgendwo an... Ich glaube, ich kann die Kurbel jetzt drehen. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Oh, das passt nicht. Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Oh, das passt nicht. Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Offenbar kann ich seine Form verändern. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Oh, das passt nicht. Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Oh, das passt nicht. Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Der Brief. Frühling 1983. Dana hat Leni diesen Brief vor 20 Jahren geschickt. Dana Goengrich, Manhattan. Ein neuer Nachname. 21. Mai 1983. Meine liebe Leni, tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. In letzter Zeit war es nicht einfach für mich. Mein Mann.
Mann, William Göngrich, ist letzten Sommer gestorben. Er war so ein außergewöhnlicher Partner und mir eine unglaubliche Stütze. Aber wie du weißt, Leni, für mich gab es eine andere Welt. Die Welt von einst. Unsere Welt, Leni. Die Welt von Leon. Ich habe meine Pflichten erfüllt. Aber jetzt habe ich ein Bedürfnis nach Veränderung. Three, two, one.
Dana, Dana! Mist! Ja, Dana, hier! Es war eine Krankenschwester, die auf der Entbindungsstation des Sanatoriums Baden arbeitete, als ich vor dem Krieg dort war. Sie war über einen Brief ihres Vorgesetzten gestolpert. Es war ein seltsames Geständnis von dem Chefarzt, der Dienst hatte, als meine Wehen einsetzten. Sie behauptete, dass das Kind, das ich am 5. April 1938 zur Welt brachte, am Leben war. Dass sie die Gelegenheit nutzten, als ich ins Koma fiel, um meine Tochter Anna an Freunde meiner Eltern zu geben. Den Zimmers. Anna ist am Leben, Leni. Du kannst dir vorstellen, meine Liebe, dass ich die folgenden Wochen damit verbracht habe, überall nach meiner Tochter zu suchen. Es war nicht schwer, sie zu finden, auch wenn die Namen meiner Tochter geändert wurden. Eine Weile stand ich nur da und beobachtete eine Frau, die der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit war. Sie wirkte so selbstbewusst, fröhlich und voller Leben. Sie war von bezaubernden Freunden und einem älteren Ehepaar umgeben. Das mussten die Zimmers, ihre Adoptiveltern, sein.
Während ich meine Tochter beobachtete, wurde mir klar, ich war ein Eindringling im Leben von Sarah Walker Zimmer. Mom? Diese junge Frau sah nicht aus wie ich und rief auch nichts in mir hervor. Kein Gefühl, kein Wunsch, sie in den Arm zu nehmen. Absolut nichts. Es kam mir bedeutungslos vor. Ich tat, was ich in diesem Fall für das Beste hielt. Ich unternahm eine Reise in ihre Vergangenheit, um sicherzugehen, dass es nichts zu bereuen gab. Thank you.
Ein Geist, Dana. Mehr bist du nicht. Hör auf, hier herumzuspuken. Ich wollte gerade gehen, da hörte ich Klaviermusik von oben. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Sechs kleine Noten, rein, kristallklar, die mir das Herz mit unglaublicher Heftigkeit zerrissen. Wie ein Automat stieg ich die Stufen empor, geleitet von den Klängen der Hymne von Wagen. Der Musik, die ich auf dem Hauptplatz von Wagen so stolz hatte spielen dürfen. Danach habe ich sie nie wieder gespielt. In einem Kinderzimmer sah ich ein kleines Mädchen, das Klavierspielen übte. Sie war sehr fleißig und schien überhaupt nicht überrascht, mich zu sehen. Sie muss mich für einen der Gäste gehalten haben, der sich auf dem Weg ins Bad verirrt hatte. Sprachen kaum. Ich zeigte ihr nur, wie man es spielt. Die Hände müssen über die Tastatur gleiten wie Schwäne übers Wasser. Das sagten unsere Lehrer an der Wagner Akademie immer.
Ich eilte aus dem Haus, ohne mich umzusehen. Ein paar Tage später verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Dana. Nun, menschliche Gefühle bleiben mir auf ewig ein Rätsel. Ich dachte, Sie würden sich über den Beweis freuen, dass Dana Rose Ihre Vorfahren ist. Ich hatte die seltsame alte Dame, die mir an Mamas Geburtstag half, das Stück zu spielen, völlig vergessen. Sie war meine Großmutter. Und was tun wir jetzt? Ich weiß es nicht, Oscar. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, ich sollte mich freuen, am Ende dieses Abenteuers zu sein. Ich bin frei. Ich habe mein Versprechen an Katjuscha gehalten. Und einen faszinierenden Teil der geheimen Vergangenheit meiner Mutter ins Tageslicht gebracht. Aber an meinem schlechten Gewissen über den Tod meiner Mutter und der Leere, die ich seither fühle, ändert sich nichts. Vielleicht, wenn ich Dana persönlich getroffen hätte. Aber das ist jetzt unmöglich. Die letzte Spur, die ich von Dana habe, ist dieser Brief. Und der ist über 20 Jahre alt. Und außerdem deutet Dana an, dass sie zu einem unbekannten Ziel aufgebrochen ist. Einer Art Versteck, um dem Ende eines Lebens entgegenzusehen, das keinen Sinn mehr hatte. Sie könnte überall sein, falls sie überhaupt noch am Leben ist. Es wäre wie nach einer Nadel im Heuhaufen zu suchen. Also, ich weiß es nicht, Oscar. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es gibt nur noch eins zu tun, Oscar. Das, was alle schon immer von mir erwartet haben, seitdem ich damals zu Hans in den Zug gesprungen bin. Einfach vernünftig sein und nach New York zurückkehren. Ich schätze, alles hat einmal ein Ende, Oscar. Nicht wahr? Dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Meine Waggonnummer. Ich muss ein Telefon finden, um Olivia anzurufen, bevor ich die Bahn nehme. Bei dem Ärger, der mich in New York erwartet, brauche ich alle Hilfe, die ich kriegen kann. Ich weiß nicht, ob das der richtige Waggon ist. Ich muss die Nummer auf dem Ticket nachsehen. Da ist meine Bahn. Wenn ich am Flughafen bin, nutze ich das Ticket nach New York, das Olivia mir geschickt hat. Das wird das Ende meiner Reise.
Das ist der Zugplan. Damit sollte ich meinen Waggon finden können. Damit muss ich wohl den Tag einstellen. Ein Ticketentwerter. Im Zweiten Weltkrieg fuhren die Deportationszüge von dieser Haltestelle aus ab. Wie viele Leben haben diese barbarischen braunen Schatten vernichtet? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit für die Ermordeten? Meine Bahn zum Flughafen steht am Bahnsteig. Ich sollte nicht im Bahnhof herumwandern und mich verirren. Hallo? Olivia, ich bin es. Was willst du? Haben wir letztes Mal nicht alles gesagt? Du hattest recht, Olivia. Seit Moms Tod laufe ich Hirngespinsten hinterher. Aber ich fand meine Großmutter. Deine Großmutter? Aber Kate, sie ist doch schon vor Jahren in New York gestorben. Nein, ich meine meine echte Großmutter. Egal, es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre dir alles, wenn ich zurück bin. Oh, du meinst... Ja, ich fliege zurück nach New York. Das ist wunderbar, Kate. Ich benachrichtige besser Mr. Canton. Er folgt dir immer noch. Am Flughafen wird dich wahrscheinlich die Polizei erwarten, aber keine Sorge. Dan hat Beziehungen. Er kann dir sicher helfen. Vielleicht kann er Marson und Lormond überzeugen, die Anklage fallen zu lassen. Oh, danke. Das wäre eine Erleichterung. Die Bahn zum internationalen Flughafen Osterhalb. Ich muss los. Die Bahn zum Flughafen fährt gleich ab. Ja, beeil dich. Wir holen dich am JFK ab. Ich bin stolz auf dich, Kate. Das ist die richtige Entscheidung. Olivia? Ja? Ich wollte nur... Ach, egal. Ich sag's dir später. Ich muss jetzt wirklich los, Olivia. Ich rufe dich vom Flughafen aus an, sobald ich einen Flug habe. Ja, ist okay. Beeil dich lieber. Pass auf dich auf, Kate. Okay, du auch. Mach's gut. Bis später.
Die Standardeinstellung zeigt das falsche Datum. Die Standardeinstellung zeigt das falsche Datum. Die Standardeinstellung zeigt das falsche Datum. Dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Es endet kurz bevor Dana ins Sanatorium gegangen ist, im Winter 1937. Meine Waggonnummer. Meine Bahn zum Flughafen steht am Bahnsteig. Ich sollte nicht im Bahnhof herumwandern und mich verirren. Das ist der richtige Waggon, aber die Tür ist noch zu. Bitte zeigen Sie Ihre Fahrkarte vor. Offenbar ist dieser Mechanismus direkt mit der Tür verbunden.
tut mir leid, Ihre Fahrkarte ist nicht entwertet. Ein Ticketentwerter. Ich brauche Tinte, bevor ich es abstempeln kann. Tut mir leid, Ihre Fahrkarte ist nicht entwertet. Mit dem Stanzer stimmt etwas nicht. Thank you.
Olivia hat mir ein Flugticket nach New York geschickt. Was, wenn ich... Nein, keine Chance. Also, ist das nun wirklich das Ende der Reise? Ja, Oscar. Ich fürchte, so ist es. Sie wirken traurig, Kate Walker. Der Zug fährt bald ab. Sie sprachen ständig davon, dass sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Den einzigen Ort, der mir etwas bedeutete? Kate Walker ist alles in... Ich weiß, wo sie ist. Also wo Dana hinging, nachdem sie die USA verließ. Die Flughafenbahn steht kurz vor der Abfahrt. Bitte nehmen Sie... Oscar, wir müssen los! Personen, die nicht zum Flughafen wollen, bitten wir, unverzüglich auszusteigen. Sie denn hier? Heimkehren. Was ist mit Demoiselle Leni? Leni ist weg. Starb im Schlaf. Zu viel Schuld. Zu viel Trauer. Oh. Ich brachte sie in die Berge zu Leon. Jetzt sind sie zusammen. Was ist mit Ihnen, Kate Walker? Auch ich bin dabei, heimzukehren. Gewissermaßen.